Servus, Leute. Diesmal begrüße ich euch wieder, nicht der dämliche Wolf. Was hast du gesagt? Ich sagte nicht der dämliche Wolf. Ach komm schon, musst du immer so gemein sein? Ja, muss ich! Nein. Ich dachte schon, du wärst... Egal. Servus, Leute. Willkommen zurück. Zu Xenoblade Chronicles 2. Verdammt, wie kann ich das jetzt wieder wegmachen? Nein. Nein. Verdammt, ich hab's doch gerade eben nochmal gespielt. Nein. Nein. Hä, welche Taste war's denn jetzt? Ich krieg das nicht mehr weg, das ist nicht wahr. Warum? So, L1 gedrückt halten, so war's. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann da auch so, aber so ist die Kamera aus sich scheiße. Nein! Ich will eine anständige Kamera zu nah. Perfekt. So, jedenfalls sind wir hier in... Hier ist die Stadt nochmal. Moment. Ja, super. Ich wollte mich eigentlich nur auf meinem Stuhl zurechtdrücken. Wir sind hier in... Weiß ich nicht. In Niemalsland angekommen. Offensichtlich haben wir keine Karte hier vorne. Jedenfalls sind wir hier. So, das muss reichen. Oh, ein Fläschchen und Hilfskernmodifikation. Willkommen! Habt ihr ein paar Hilfskerne, die ihr veredeln wollt? Eventuell. Ich kann aber keinen machen. Ach doch, da. So. Ich glaube, ich sollte jetzt endlich mal Hilfskerne machen. Tagsicht. So, machen wir einfach ein paar. Kann ich auch bessere machen? So, da steht, wie viel ich im Besitz habe. Kristallkamille. So, so ein Honig habe ich nicht. Sonst kann ich nichts großartig machen. Was gibt's hier? Erstmal durch die Stadt bummeln. Willkommen mit unserem Make-up. Werden alle auf euch fliegen. Probiert es aus. Tyra, Make-up für dich. Titanenöl-Handcreme. Goldwimperntusche. Sollte vielleicht mal gucken, was die macht. Anfangsharmonie. Ah. Mein ganzes Geld schon ausgegeben. Jo, ist mein Kunden echt oder träumt Gero? Die Kunden echt, da träumt Gero nur. In Uraya hat kaum jemand Bergungsgut zu verhökern. Schickes Herzklopfen. Empathieverstärker, Mundverstärker. Achso, ich kann die Dinger herstellen? Ah, Zickzackachse. Bergungsshop. Hallo, ich habe ein paar wunderbare Zylinder im Angebot. Jetzt müssen sie nur noch irgendwer kaufen. Was ist denn Silberzylinder? Naja. Was habe ich denn, was ich großartig verkaufen könnte? Blaue Marienkäfer. Ich hab zwar schon ein paar Sachen, aber irgendwie... Tarnhaube? Warum ist die so viel wert?
Stärkt Wutminderung. Die Verstärker sind echt. Die kosten gar nichts, leider. Zerspiegel. Ah, ne. So. Brillantgefängnis. 4000 Titanischädel, nicht Titanitschädel. Inzwischen brauche ich die. Ich glaube nicht. Einfach alles willkürlich verkaufen. Noch irgendwas viel. Aber hat das so eine hohe Seltenwert, wenn das so wenig bringt? Ich dachte, seltene Sachen sind teuer. Ja, fabelhafte Mütze. Vor allem davon habe ich zwei. Das waren, glaube ich, zu viel. Na, egal. Ich darf ausgeben. 24, oh. Ich sehe jetzt schon die Leute, wie sie mir den Kopf schütteln, weil ich hier alles zum Fenster rausschmeiße. Bärglöckchen. Ich will ein paar Zylinder haben zum Tauchen, damit ich eventuell geilen Scheiß irgendwo rausziehen kann. Ich muss nur einen Ort finden, wo ich hier abtauchen kann. Okay, das war alles gut. Ich bin hier dauerhaft irgendwie in Geldnot. Hab ich da gesagt, das getan. Ja. Torika-Gässchen. Kanalwasser. Yummy! Ne, es ist wahrscheinlich kein Kanalwasser, oder? Oder doch? Ich renne in Pisse rum und gibt. Ja, kleiner Wicht. Du siehst aus, als hättest du was zu erzählen. Woher weißt du das? Kurolo nimmt gerade teil an Diskussionen, wie Preis günstiger gemacht werden können. Denken alle Tag und Nacht nach, wie arme Leute aus Torika-Gässchen geholfen werden kann. Ach echt? Einzige Idee bisher ist kräftiges Kurbel von Wirtschaft. Erzähl weiter. Wenn Leute viel kaufen, geht Nachfrage hoch. Ja, dafür müssen erstmal die Preise sinken, damit die Leute viel kaufen. Dann steigt die Nachfrage, dann wird mehr verkauft und das kurbelt die Wirtschaft. Aber leider sind die Politiker leider zu blöd, um das zu checken, weil die machen alles teurer und... Na gut, die werden das so. Irgendwann werden sie es bemerken und dann kracht die Wirtschaft zusammen. Hohe Nachfrage heißt mehr Produktion heißt Preise machen Tiefflug. Ja, genau das sage ich. Ganz viel Kauf hilft also bei Entwicklung von Land. Und Entwicklung von Land heißt, Ware kosten weniger als Kachin. Verstehe. Ja, danke, das wusste ich schon. Okay, hier ist irgendwo ein Fragezeichen, ein blaues. Das ist wieder irgendwie zur Städteentwicklung oder wie? Muss irgendwo sein. Da oben? Ja, da oben irgendwo. Spielkind. Willkommen, Freunde. Wollen Freunde nicht Brettspiel mit Tantan spielen? Ist Spaß für ganze Familie. What the fuck? Korallencasino. Okay, haben wir noch mehr. Ich glaube, ich bin alt und grau, bis ich die Stadt hier erkundet habe. Jetzt konntest du auf einmal hoch. Nee, kannst du nicht. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Ja. Halo-Style. Bam! Aber das fette Gold ist runtergefallen, das will ich haben. Wo ist es?
Scheiße, es ist weg. Los. Oh doch, da. Schnell. Oh, gut. Willkommen in der Aldomar-Buchhandlung. Hier gibt es viele Bücher über die schönen Künste. Ach komm. Einfach zur Städteentwicklung. Hallo, ich hier. Ich hier, genau, das ist so vielsagend. Da steht einer in einer dunklen Gasse. Was ist los? Mein kleiner Bruder Vero ist voll die Heulsuse. Einmal hat er sich beim Sturz nur ein bisschen das Knie aufgeschürft, aber geheult hat er gleich stundenlang. Sowas tut echt weh. Frag mich echt, wie er es zum uranischen Soldaten schaffen will. Das Einzige, wo er tatsächlich gut ist, ist Lernen. Aber ob das reicht... Beatmung, das aktivieren, aber Masterporn, ich höflich fragen. Warum auch immer dieser Dialog da immer ist. Es soll angeblich Monster geben, die ihre Kameraden im Kampf anfeuern und dadurch stärker machen. Ich schätze, in so einem Kampf ist es das Beste, zuerst den auszuschalten, der die anderen anfeuert. Das ist übrigens ein Freund meines Vaters erzählt, der ist auch ein Meister. Und ich hab's mir sofort gemerkt, ich will ja später mal in die koreanische Armee. Da sollte man sowas wissen. Okay. Flotte Nachtische. Hallo, in diesem Laden gibt es... Hallo! Der Life Force. Hallo! In diesem Laden gibt es Desserts, aber nur vom Allerfeinsten. Esst sie nicht alle auf einmal auf. Hallo, Force. Ja, ich kaufe dir mal alles ab. Was? Blütenpudding? Also ich weiß, dass es Gerichte gibt, wo man Kirschblüten reinpackt. Aber... Hä? Hallo, ich bin der Life Force, alias T-Life. So, der Bergungsdödel wieder. Da oben sind... Oh Gott, wie groß ist diese Stadt, bitte? So, jetzt bin ich wieder hier beim Abwasserkanal. Dann hier um die Ecke und dann da nach oben. Oder auch nicht. Ich habe die Gasse verwechselt mit einer anderen. Nein, es fängt schon an. Warum? Jedes Mal. Jedes Mal, Lorenor. Ich mache das nicht absichtlich. Logisch, wenn ich es absichtlich machen würde, dann würde es mir selbst irgendwann auf die Nerven gehen. Die dicke Kunst. Ja, komm, von Samiam ist auch als die Kunsthauptstadt bekannt. Welches Kunstwerk darf es denn sein? Keins, du bist zu teuer. Zumindest noch. Noel. Tora. Jo, wie geht's, wie steht's? Eine Adrianerin ist kein gewöhnlicher Anblick auf die Straße von Uriah, nicht wahr? Mein Mann ist Urianer und arbeitet als Söldner. Mein Vater war auch Söldner. Über ihn habe ich meinen Mann kennengelernt. Verstehe. Partnervermittlung hoch 10. Er erzählt mir jeden Tag von seinen Kämpfen. Zum Beispiel, dass manche Feinde sich gegen Angriffe von der Seite oder von hinten nicht verteidigen können. Seine Geschichten sind nichts für Zartbeseitete, aber ich liebe es einfach, ihm zuzuhören. Die beiden spielen hier. Oh, ihr Garten. Hallo, wie läuft's? Hallo, ich bin hier Hilfskoch. Ich wasche Teller ab, schäle Kartoffeln und so. Scheiß Job. Ja, ich weiß ja, ich fange halt gerade erst an. Bis vor kurzem war ich noch Söldner. Mein absolutes Kombo war, mein Gegner in die Luft zu schleudern und ihn dann auf den Boden zu schmettern. Aber jetzt habe ich andere Ziele. Mein großer Traum ist, Koch am Hof zu werden. Und das Königin Rakura eines Tages von mir zuzubereiten Mahlzeiten ist. Aber jetzt heißt es erstmal schälen. Könnte nicht darüber springen. Ah, jetzt erkenne ich, wo ich bin, okay. Kann ich dich runterschubsen? Ja, kann ich. Tschüss! Stimmt, wenn ich da auf die Brücke gehe, kann ich da ganz unten kommen. Die beiden spielen wieder. Ah, da ist jemand zum Quatschen. Dobran, ich glaube, dich muss ich finden. Ihr da, hey ihr! Ihr da drüben, fürwahr, ihr seid eine große Inspiration für mich, eine, die ich kaum in Worte fassen kann.
was? Ah, oder ist was? Will da jemand was? Ah, welch grandiose Profile ihr habt. Ich, wie gern würde ich sie mit ein paar Pinselstriche auf Leinwände bannen. Stell dir vor, ihr alle verewigt in meinen Kunstwerken. Doch wehe mir, das Schicksal treibt sein eigenes Spiel. Erzähle ruhig weiter. Ja, da kriegst du spitze Ohren. Bei meinem letzten Stillleben ließ ich mich wohl etwas zu sehr mitreißen und dann plötzlich ohne Farben da. Ich verwende ausschließlich spezielle Farben von höchster Qualität. Oh ja, ich mische sie sogar selber an. Nur mit hochwertigen Pigmenten gelingen lebhafte Farbtöne. Das ist, was meine Bilder so einzigartig macht. Ach, so ist das. Nia, die Kunstkennerin. Ich wollte eigentlich einen der hiesigen Söldner mit der Suche nach den Rohstoffen beauftragen. Doch ich konnte mir seinen Sold nicht leisten. Der Konflikt mit Mor'Adain hat alle Preise in die Höhe getrieben. Viel zu kostspielig für die bettelarme Künstlerin, die ich bin. Das ist echt furchtbar. Doch gerade als die Situation am ausweglosesten schien, seid ihr direkt vor meiner Nase gerannt. Das nennt man Fügung, ein Kunstwerk der Götter, die uns mit gigantischen Federn epische Geschichten schreiben. Wäre es anmaßend, euch zu bitten, mir die Zutaten für meine Farben zu beschaffen, im Namen der Kunst? Als arme Künstlerin kann ich euch dafür leider nicht bezahlen, aber ich lasse mir einen Lohn einfallen, versprochen. Findet ihr mein Angebot akzeptabel? Werdet ihr mir helfen? Wir machen das. Ja, weil du verewigt werden willst. Habt vielen Dank. Normalerweise sagt ja immer Pyra, ja, wir nehmen den Job an, und Rex so, nein, halt die Schnauze. Und jetzt auf einmal Nia, ja, lass uns machen. Du machst mit, Rex. Aber du machst mit. Zum Anmischen der Farben benötige ich Kabarichpanzer und 3 Farbensteine. Kabarichpanzer kann man von den was für Dinger? Von den Krimkrabberichen am Freale-Gewässer beuten. 3 Farbsteine sollten hier in den felsigen Gegenden Urayas finden. Tausend Dank. Frische Farben. Die 3 Farbensteine habe ich noch nicht, das weiß ich. Ich werde das bitte nicht schon gemalt und verkaufen und wieder beißen. Was? Nochmal nennen. Ja, hier, nehmt mir das mit und besorgt das hier. Sonst seid ihr fällig. Naja. Da geht's noch nach oben. Da muss ich, glaube ich, lang. Eigentlich will ich mir nur rumgucken, weil die Stadt ist gigantisch. Da hinten komme ich gar nicht hin, oder? Geronimo! Hallo, wie läuft's? Holla, ihr habt aber eine Menge Klingen dabei, was? Ich vermute mal, dass eure Fähigkeiten im Umgang mit Waffen allerdings noch nicht so ausgereift sind, habe ich recht? Je öfter man eine bestimmte Waffe einsetzt, desto geschickter wird man im Umgang damit. Auch die Techniken werden dadurch gestärkt. Ihr solltet also immer den Waffentyp eurer Klinge bedenken, bevor ihr eine Klinge als Partner auswählt. Ja. Danke, Klugscheißer. Da macht einer Grill. Armdrücken, die wollen mal zeigen, wie männlich sie sind, aber in Wirklichkeit sind sie Weicheier. Willkommen! Man sollte sich zwar nicht selbst loben, aber das hier ist das beste Restaurant von Samyang. Naja, vielleicht sollte man es eher Kneipe nennen, wenn man sich für die Kundschaft genauer vor Augen führt. Es gibt viele Etablissements ähnlicher Art in von Samyang. Genau das richtige für Söldner. Die kommen, um einen zu trinken, etwas zu essen und sich gehen zu lassen. Dabei haben sie auch Gelegenheit, sich über ihre Aufgaben auszutauschen. Und ihr scheint mir auch gut in diesen bunten Haufen reinzupassen. Was, eine Beleidigung? Was macht der? Da spielt der Verstecken. Oder ist es ein Sie? Bist du eine Sie? Ja, bist du. Und sorry, ich wollte nicht unter den Rock gucken, auch wenn es irgendwie geil wäre, aber nö. Und da hinten ist ein Kuchenstand. War ich da nicht schon? Wer wird denn gesucht? Werde ich gesucht? Bin ich in der Berühmtheit? Nee. Hier war ich schon. Näher. Ja. Egal.
Na gut, dann nehme ich die eine Treppe da nach oben. Ich habe hier schon 20 Minuten verschwendet, um mich einfach nur in der Stadt umzugucken. Naja, sowas muss auch mal sein. So, da geht's lang. Is this some kind of theater? Yeah. It's a theater, all right. The guy we're here for leads the troupe here. Ah, actors, eh? And right now, they're in the middle of a show. Well, you want to take a quick peek? The Heroic Adventures of Adam. Might be interesting. I've never been to the theater before. Neither has Tora. Let's do it. Nice and quiet, though. Looks like it's pretty packed today. Okay. And I saw at that time that the powers of darkness had engulfed almost everything. People and titans alike were drawn into the abyssal vortex. The apocalypse was upon us. The end was nigh. But then, despite the wounds all over his body, the great Adam stood! O architect, grant me power! Power to banish the dark. Power to illuminate the world. Lo, loyal servant of the architect, the Aegis. O Aegis, bless me with your power. Bring light upon the world. Thus they defeated the darkness, but at a terrible price. Three great continents sank beneath the sea of clouds forever. Servant of the architect, by thy power, the world is saved. For the gift you have granted us, we are eternally grateful. I shall spread thy legend far and wide. May your name live on for eternity. Ach, das ist schön. Ich war schon ewig nicht mehr im Theater. Und so wie nie am Stuhl saß, das war irgendwie süß. So ähnlich sitze ich auch immer da, beziehungsweise jetzt gerade. Sitze ich mit dem rechten Fuß quasi so, als wenn ich knien würde. Und der linke Fuß, der stellt sich eben so auf. So. Also, so ähnlich wie Nia gerade eben. Hallo, wie läuft's? Ach, das heldenhafte Leben des Adam ist so ein fantastisches Stück. Es ist traurig, aber zugleich spendet es auch Trost. Seit ich ein kleines Kind war, wird dieses Stück schon gespielt. Ja, ist wahrscheinlich ein sentimentales Drama oder so. Gibt ja auch Animes dieser Kategorie, so wie Clannad, was ich mir übrigens sehr gerne ansehe. Also generell diese Sparte. Es ist schon unglaublich, dass diese 500 Jahre alte Geschichte noch immer die Menschen begeistert. Wenn du wüsstest, wie viel
Geschichte heute noch. Achso, ich muss da hinter die Bühne. Welche Geschichten heutzutage immer noch erzählt werden, die vor was weiß ich wie langer Zeit auf der Welt passiert sind. So quasi Genghis Khan und so. Oh, Iona, hallo. Sucht die Opa? Er ist in seinem Zimmer am hintersten Ende dieses Korridors. Schau doch mal bei ihm vorbei, Onkel Wenden. Über einen Besuch würde er sich sicher bestimmt freuen. Süßes Mädel, ich mag dich. Kind of awkward, right? What was awkward? I mean, that play. It was about Pyra. Must have been kind of bizarre for her, right? I don't know. I guess. Maybe you should go and make it right. Make it right? How? Idiot. I'll figure it out yourself. Huh? What am I supposed to... So, the theatre. Wasn't it incredible? They had the cloth moving just like real clouds. How do you think they did that? Huh? Yeah. The clothes are pretty cool. They were so... cloudy? Ow! What are you saying, Bonehead? There's no need for that. I don't know what to say in a situation like this. Coming in, old fella! Crikey! Still collecting the junk, are ya? Watch it, you bruiser. Don't make fun of a man's hobbies. Some greeting for your old comrade! Comrade? Yeah, I was a freelancer before the firm got going. Believe it or not, me and this old fella tore up a good few battlefields in our day. We sure did. And thanks to that bleeding heart of yours, we almost never got paid. Says the guy in the theater troupe. You can't be raking in much dough either. Well, what can I do for you, friend? Cole. You're old, ain't ya? Old enough to know how you cross over to the World Tree. Get to Elysium, I mean. Elysium? But why? Why would you want to go there? That core crystal. You're... So the Aegis is back amongst us. Who is your driver? I am. You? But you're... so young. How about it, old man? Do you know the way or not? I dare say if you've trekked all the way here to ask me, you've already tried going yourselves. Yeah, but we couldn't make it. No wonder. No one can get to the tree while that thing's guarding the way there. It won't let anyone past. But... a long time ago, there was a man who went up the tree. Met the architect, too. There was? Really? Yeah. I'll wager anything. He's got an idea how to get there again. You should try asking him. Well, who was it? Please, tell us. I've got to get to Elysium, no matter the cost. Well, I can tell you, but first I'd like to have a word with her, if I may. With the Aegis, I mean. With Pyra? Of course. Please, through here. Mr. Cole, right? You wrote that play, didn't you? I hope it didn't stir up any painful memories. No, some of them are good memories. You know, you're not very convincing. I'm sorry, I really am. I just wanted people
to know about that time. Show people how we were back in those days. Really get it across to them. Will you be using it again? That power? I don't know yet. I just don't know if this world can take it a second time. I know that. I'd never use it if there was another way. This is what I hope for. But... that man's the only one who knows how to get to where you're going. Do you think you can make it to him? I just wanted to make sure. We can. I mean, it's my destiny. Yeah. That boy who's with you. His name's Rex. He's a good person. With a kind heart. Reminds me of a certain someone. Okay then, I'll help you out. Thank you, Minoth. Minoth? I'd almost forgotten that name. Now then, where did it get to? Grandpa! Old man, you okay? I'm fine. I'll be fine in a second. Seriously, don't mind me. Nah, we better call it a day, old timer. I'm sorry, fella. Yeah, okay. But come back again tomorrow, will ya? There's something I want to give you. Come on, I know a place we can rest. Ja, ist wieder schwarz geworden, weil ich nichts bewegt habe. Ich glaube, der alte Mann wird das nicht überleben. Wird wieder ein bisschen sentimental. Das Spiel ist schön. Gut, dann würde ich sagen, das war Xenoblade Chronicles 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Pyro leuchtet im Dunkeln und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vergleichen.